Entlang der Talstraße, umgeben von Berghängen und Wäldern, liegt das Spielzeugdorf Seifen. Schwibbögen, Räuchermännchen, Pyramiden, Spanbaumstechen, alles hat hier seinen Ursprung und wird in traditionellen Betrieben hergestellt. Beispielsweise durch Familie Müller. Also wir sind eines der ältesten Familienunternehmen der erzgebirgischen Holzkunstbranche mit einer ununterbrochenen Generation über mittlerweile 122 Jahre und ich bin die vierte Generation. Der Arbeitstag vergeht immer so schnell, weil man so viele verschiedene Tätigkeiten zu tun hat. Ne? Vom Holzzuschnitt bis hin zur Gestaltung gibt es ja tausende von Einzelschritten dazwischen und das macht den Arbeitstag so abwechslungsreich. Ursprünglich gründeten Bergleute das Dorf. Erst als diese kein Erz mehr fanden, entwickelte sich die heute identitätsstiftende erzgebirgische Holzkunst und macht Seifen bis heute weltweit bekannt. Jedes fünfte Erzeugnis, was wir fertigen, geht ins Ausland. Allen voran nach Nordamerika, das ist unser stärkster Auslandsmarkt, gefolgt von Japan. Wir haben Kontakte in Südkorea, wir liefern nach Hongkong, nach Singapur. Circa 2000 Menschen arbeiten in der Holzkunstbranche im Erzgebirge. Vom Schnitzen und Drechseln bis hin zur Vermarktung und Verpackung. Diese einmalige Kombination wird an den Nachwuchs weitergegeben. Der Beruf des Holzspielzeugmachers ist eben einmalig, irgendwo fast auf der ganzen Welt. Den kann man eben nur noch, da gab es verschiedene Ausbildungsstellen, auch nur noch hier in Seifen erlernen. Nach den 3 Jahren ist man so fit, dass man sein eigenes Produkt, sein eigenes Räuchermännchen, seine eigene Pyramide entwerfen kann. Egal, ob das jetzt im Auftrag der Firma ist, wo man jetzt ausgebildet wurde, oder eben dann bei einer eigenen Firma. Auch die Agentur für Arbeit Annaberg Buchholz weiß das Handwerk rund um den Nussknacker sehr zu schätzen. Betrachtet man den Arbeitsmarkt im Erzgebirge, so ist das Kleinkunstgewerbe eine recht kleine Branche, aber mit ganz viel Herz und Liebe. Ich sehe, dass viele Unternehmen wirklich ihr Wissen und ihr Know-how und ihre Traditionen von Generation zu Generation weitergeben. Und Jugendliche schätzen durchaus das familiäre Lernen, aber auch das, wie die Branche sich immer wieder neu erfindet, immer wieder Innovationen auf den Arbeitsmarkt bringt. Und die Produkte sind ja durchaus einmalig. Ne? Ein so altes Handwerk, das immer wieder fasziniert. Also meine ganz persönliche Meinung ist, dass gerade in unsicheren Zeiten, in denen wir aktuell leben, die Besinnung zurück auf das Traditionelle ganz stark in den Fokus rückt von unseren Kunden. Selbst jüngere Generationen, die jetzt nicht unbedingt ein Faible haben, sich erzgebirgische Holzkunst hinzustellen, mögen aber das Romantische, was das Fest ausstrahlt, den Familienzusammenhalt. Und das ist ja genau das, was wir mit unseren Produkten absolut widerspiegeln. Seifen als Herz der romantischen Weihnachtskunst, die auf der ganzen Welt leuchtet.